Interessant ist auch die Frage, ob in bestimmten Situationen nicht vielleicht sogar eine Pflicht besteht, den Autopiloten eines automatisierten Fahrzeugs zu verwenden. Zum Beispiel, wenn der Fahrer ein wenig müde ist oder schlicht kein besonders sicherer Fahrer ist. Hallo, mein Name ist Enes Özcan und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem strafrechtlichen Lehrstuhl hier an der Bucerius Law School. Welche Entwicklung versteht man unter dem Begriff autonomes Fahren? Streng genommen versteht man unter dem Begriff autonomes Fahren, dass ein Fahrzeug vom Start bis zum Ziel alle Fahraufgaben eigenständig übernimmt. Man steigt also in das Auto ein, nennt ihm das Ziel und wird dann quasi dorthin kutschiert. Das Auto kennt die beste Strecke, es weiß immer, wie schnell es fahren muss, es erkennt Verkehrszeichen und auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Es macht also genau das, was ein menschlicher Fahrer auch machen würde. Entscheidend beim autonomen Fahren ist aber, dass der Fahrer gar nicht eingreifen kann. Man fährt ein autonomes Fahrzeug also gar nicht, sondern ist nur Passagier. Vom autonomen Fahrzeug zu unterscheiden, ist das automatisierte Fahrzeug. Auch diese Fahrzeuge können mal mehr, mal weniger eigenständig Fahraufgaben übernehmen. Der Fahrer ist aber stets in der Lage, die Fahrzeugführung vom Autopiloten wieder zu übersteuern. Und genau das ist die Voraussetzung für eine straßenverkehrsrechtliche Zulassung. Denn nach § 1a Straßenverkehrsgesetz müssen diese automatisierten Fahrfunktionen jederzeit durch den Fahrzeugführer manuell übersteuerbar oder deaktivierbar sein. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, die meisten anderen Länder auf der Welt haben ähnliche Regelungen. Es gibt derzeit schon einige Fahrzeugmodelle auf unseren Straßen, die eine Art Autopilot anbieten. Viele Hersteller sagen aber immer noch, dass man sich vom Verkehrsgeschehen nicht abwenden soll und im Notfall immer bereit sein muss, einzugreifen. Autonome Fahrzeuge hingegen sind noch nicht ganz technisch ausgereift und würden ohnehin an einer Straßenverkehrszulassung scheitern. Wer kann sich bei einem Unfall strafbar machen? Sollten autonome Fahrzeuge irgendwann für den Straßenverkehr zugelassen werden, wird das rechtliche Probleme aufwerfen. Denn was passiert, wenn ein autonomes Fahrzeug einen Unfall verursacht, bei dem es Verkehrsregeln missachtet hat? Der Nutzer des Fahrzeugs hat in dieser Situation nicht nur nichts gemacht, sondern er konnte auch gar nichts machen. Wenn er aber praktisch gar keine Möglichkeit hat einzugreifen, dann kann man ihm auch nicht vorwerfen, dass er das so anders machen können, hier hättest du vorsichtiger handeln können. Deswegen kann man sich als reiner Passagier eines autonomen Fahrzeugs auch nicht strafbar machen. Die viel wichtigere Frage ist daher, ob sich die an der Herstellung beteiligten Personen strafbar machen können, also vor allem Ingenieure und Programmierer. Denn das sind genau die Personen, die ja den eigentlichen Einfluss auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs haben. Wir werden dabei wohl davon ausgehen dürfen, dass sie nicht bewusst Fehler einbauen und selbst wenn, dann könnte man ihnen einen Vorsatz ohnehin kaum nachweisen. Deswegen kommen beim Hersteller nur Fahrlässigkeitsdelikte in Betracht, vor allem fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Fahrlässigkeit setzt unter anderem voraus, dass man die im Verkehr erforderliche Sorgfalt missachtet. Diese Sorgfalt zu bestimmen ist schon die erste große Herausforderung, insbesondere in den Anfangsjahren des autonomen und automatisierten Fahrens. Denn wenn man keine Erfahrungssätze hat, kann man nicht einfach sagen, das ist der Standard, das hat sich seit Jahren bewährt. Man muss sich dann mit der Formulierung helfen, dass die Herstellung dem aktuellen Stand der Technik genügen muss. Das hört sich zwar zunächst ganz klug an, ist aber eigentlich extrem ungenau. Denn der aktuelle Stand unterliegt nicht nur einem steten Wandel, es gibt auch noch viele verschiedene Auffassungen, was der aktuelle Stand überhaupt ist. Diesen Punkt wird daher die Rechtswissenschaft nicht alleine ausdiskutieren können, sie wird dabei sehr stark auf Vorgaben der Wirtschaft und der Forschung angewiesen sein. Entschieden wird am Ende aber trotzdem immer noch vor Gericht. Wenn man jetzt nach einem Unfall zu dem Ergebnis kommt, dass sich keine natürliche Person strafbar gemacht hat, dann könnte man darüber nachdenken, einen anderen am Unfall Beteiligten zu bestrafen, der keine natürliche Person ist, nämlich das Auto selber. Denn das ist ja letztendlich mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und fährt, vorsichtig formuliert, fast schon in eigener Verantwortung. Allerdings würde mit einer Bestrafung des Autos selber nichts erreicht werden. Schließlich können Strafen gegenüber Autos keine abschreckende Wirkung haben. Wenn man tatsächlich gewährleisten will, dass diese Fahrzeuge Unfälle möglichst vermeiden, dann kann man das über eine gründliche Vorsorge wesentlich besser als über eine nachträgliche Strafe. Welche ganz praktisch strafrechtlichen Fragen stellen sich in solchen Fällen? Es gibt sehr viele verschiedene denkbare Unfallkonstellationen mit automatisierten Fahrzeugen, die man alle rechtlich unterschiedlich beurteilen muss. Da möchte ich beispielhaft nur auf ein paar eingehen. Wie schon gesagt, hat man bei automatisierten Fahrzeugen eine faktische Eingriffsmöglichkeit und unter Umständen sogar eine Pflicht zum Eingreifen. Deswegen besteht die Möglichkeit einer Unterlassensstrafbarkeit.
Wenn das Auto also den Fahrer dazu auffordert, die Fahrzeugführung zu übernehmen, der aber in dem Moment gerade schläft, was er eigentlich nicht darf, kann er sich bei einem Unfall strafbar machen. Es kommt dann maßgeblich darauf an, ob er mit einem Eingreifen den Unfall auch wirklich hätte verhindern können. Ob man dann in einem übermüdeten oder sogar betrunkenen Zustand ein automatisiertes Fahrzeug nutzen darf, ist dann noch eine ganz andere Frage. Man könnte sich zum Beispiel wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar machen. Das würde aber voraussetzen, dass man auch bei einem eingeschalteten Autopiloten das Fahrzeug immer noch führt. Denn das ist eine Voraussetzung des Tatbestands der Trunkenheit im Verkehr. Bei autonomen Fahrzeugen ist es klar, da führt kein Mensch das Auto. Bei einem Autopiloten, der immer noch die ständige Aufmerksamkeit des Fahrers erfordert, wird man dagegen noch sagen können, dass der Mensch immer noch das Fahrzeug führt. Schwieriger wird es jedoch bei solchen automatisierten Fahrzeugen, in denen man sich nach Herstellerangaben vom Fahrgeschehen abwenden darf. Ob dann immer noch der Fahrer das Fahrzeug führt, der gerade vielleicht schläft oder sonst abgelenkt ist, darf mit guten Gründen bezweifelt werden. Interessant ist auch die Frage, ob in bestimmten Situationen nicht vielleicht sogar eine Pflicht besteht, den Autopiloten eines automatisierten Fahrzeugs zu verwenden. Zum Beispiel, wenn der Fahrer ein wenig müde ist oder schlicht kein besonders sicherer Fahrer ist. Bejaht man jetzt eine solche Pflicht, dann könnte der Fahrer bei einem Unfall auch wieder dem Vorwurf einer Unterlassungsstrafbarkeit ausgesetzt sein, weil er den Autopiloten nicht eingeschaltet hat. Um eine solche Pflicht zum Verwenden eines Autopiloten zu begründen, müsste die Technik aber wohl derart fortgeschritten sein, dass man mit großer Sicherheit sagen kann, dass der Autopilot sicherer fährt als ein Mensch. Und selbst dann könnte man daraus nicht ohne weiteres eine Pflicht stricken. Ansonsten wären zum Beispiel Fahranfänger immer dazu verpflichtet und könnten gar nicht richtig lernen, ohne Autopilot zu fahren. Ähnlich wie bei autonomen Fahrzeugen kann auch bei automatisierten Fahrzeugen der Fehler beim Hersteller liegen. Wenn das der Fall ist, dann stellen sich die eben besprochenen Fragen zur Fahrlässigkeit natürlich auch hier wieder.